Hallo, Freunde von Halo Reach. Wir machen weiter mit Halo Reach Exodus. Ja, unspektakulär. Hier Kilozentrale. Nee, das gibt's auch in der Cutscene. Hier Kilozentrale. Alle verfügbaren Teams zum Traxus-Turm vorrücken zur schnellstmöglichen Evakuierung. Verstanden, Zentrale. Wie ist der Status am Turm? Am Turm ist noch alles okay. Bringen wir die Zivilisten schnell weg. Verstanden, Zentrale. 4-0 aus. Okay. Irgendwie scheint das jetzt hier nicht so zum Rest der Story zu passen. Das macht mich gerade ein bisschen, verwirrt. Okay, sind aber schon die Aliens. Man sie kennt. Geht scheinbar nicht lang. Jedenfalls, was ich noch. Irgendwas wollte ich doch noch korrigieren, aber ich weiß nicht mehr, was ich korrigieren wollte. Irgendwie viel Information in der letzten Folge, wo ich konnte korrigieren. Ich weiß ja nicht, wie ich dran. Verdammt. Jetzt mit den Augen offen halten, das kam zu spät. Das soll wohl ein Witz sein. Negativ. Augen offen halten, Soldaten. Ja, wobei das mit Selbstmord Allianz, da habe ich. Den habe ich nicht gesehen. Da war ich gerade am Laber, darum habe ich den jetzt nicht. Kilo 26, hier ist Kilo 4-0. Die Allianz-Korvette setzt uns so, aus. Darf ich zu. Nicht Finales schießen? Schutzfeuer 1, Gefahrensituation. Mein Kommando, over. Verstanden, Kilo 4-0. FSF 1 auf Ihren Befehl. FSF 1 ist so sehr schlecht. Oh, das wird. Helme festhalten. So lebt's noch. Die Nagelwerfer.
Kilo 4-0. FSF Lagebericht bitte. Negativ 2-6. Die Korvette fliegt noch. Verstanden, Kilo 4-0. Ja, wo FSF kommt der denn her? Feuer. Romeo Company, uns wird von Selbstmordkommandos der Allianz berichtet. Das soll wohl ein Witz sein. Negativ. Augen offen halten, Soldaten. Ach, komm schon! Romeo Company, uns wird von Selbstmordkommandos der Allianz berichtet. Das soll wohl ein Witz sein. Negativ. Augen offen halten, Soldaten. Hier kein Dritter oder was? Kilo 2-6, hier ist Kilo 4-0. Die Allianz-Korvette setzt uns ordentlich zu. Finales Schutzfeuer 1, Gefahrensituation. Mein Kommando, over. Verstanden, Kilo 4-0. FSF 1, was? Ihren Befehl. FSF 1, over. FSF 1 bereit. Feuer! Helme festhalten! Kilo 4-0. FSF Lagebericht bitte. Negativ 2-6. Die Korvette fliegt noch. Kilo 4-0. FSF 2 bereit. Hab ich noch gesehen. Verdammt, wie hält man das Ding auf? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt... Ich hab irgendwen gehört. Okay. Was schön ist, wenn da eine explodiert, dann explodieren ja alle mit, weil sie Trottel sich mehr selbst umbringen als alle anderen. Sagte er, nachdem er schon selber x-mal gestorben ist, ich weiß. Ah, okay, das sind Zivilisten. Bin interessiert! Unterstützung! Evakuierungsteam 7 an Kilo 2-6. Oh. Der Tracks des Turmes in Sicht. Verstanden. Evakuierung, Evakuierung unterstützen. Over. Oh Gott. Wohl keine Waffe. Wie kommen wir zum Turm? Der Fahrstuhl im Atrium führt zur Frachtrampe. Von dort aus kommt man in den Turm. Ist noch einer. Also was ich haben will, hier ist Kreuzfeuer. Das nenne ich eine günstige Mahlzeit.
Die schwere Anfänge von Billiards irgendwas. Okay, ihr seid keine Selbstmörder. Okay, gerade sind zwei Mates einfach gestorben an Granaten oder so. Unglaublich, wie schnell die Munition einem leer geht. Schaltet dieses dämliche Ding aus! Wag es dich. Nein. Noch Heilung. Und zum Teufel dauert das so lange? Wir evakuieren Zivilisten aus der Etage unter ihnen. Wenn sie an der Frachtrampe sind, schicke ich den Fahrstuhl hoch. Okay, alle in Deckung und wachsam bleiben. Wir müssen diese Position halten. Landungsschiffe, sie landen im Hof. Auf die Flanken achten. Als ob wir jetzt eine Position halten, Ziel. Hier kommen jetzt hier die ganzen Leute. Oh, ich stehe mit dem Hammer, der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Die sind gefährlich, mehrere. War doch noch mehr. Okay. Gut, dass Sie auf unserer Seite sind, Lieutenant. Rein in den Fahrstuhl und ab zum Turm. Alles sauber. Dann war es mal hier. Yeah. Das ist auch die Waffe, die ich haben will. Wenn Sie zum Turm wollen, kommen Sie zu spät, Lieutenant. Die Korvette über dem Starport hat alles weggebombt. Zu Fuß kommen wir nicht zur Frachtrampe und das Dach fällt auch aus. Wir könnten die VIP-Landeplattform nutzen, aber da kommen wir schwer hin. Einige OAST-Spezialisten arbeiten einen Plan aus. Sie könnten Verstärkung gebrauchen. Dann fürchte ich, dass vielleicht die Gegnerwaffe doch gar nicht so übel ist, weil die kann schon wieder nachfüllen. An die Seite der Halle, Lieutenant. Ich kann euch aber nicht helfen. Hier gibt es wohl Raketenwerfer. Zu nah an der... Da wäre ich fast in den Abgrund gefallen. Da ist noch ein Jetpack. Probieren Sie ihn aus, Spartan. Okay, jetzt werde ich hier... Jetzt werde ich hier zum Jetpack genötigt. Wir müssen die VIP-Landeplattform für die Evakuierung freihalten. Halten Sie Schlitzbeut. Wo war hier eine Sniper?
etwa Angst? Ich nicht. Ja, danke für den Deal. Ich dachte erstmal, oh, das wird knapp, aber. Geht doch noch eigentlich voll klar. So, einfach die komplette Welt hier wegmilien. Schallkarte ausgeschalten. Okay, das ist gefährlich. Oh. Ja, ich soll doch lieber die hier wählen. Weil die andere Munition geht dann doch ein bisschen zu schnell leer für meinen Geschmack. Dass hier wirklich der Gang zu Schlange gehen soll, aber da gehe ich jetzt einfach mal lang. Oh, scheint nicht falsch zu sein. Hoffentlich seid ihr keine Selbstmörder. Könnte schon mal so Schwelle schießen. Ups. Da ist die Plattform, am Ostende des Turms. Andere Seite. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Okay, Eingang auf der anderen Seite. Aha. Irgendwie eine Idee, wie ich hier hochkomme. Das habe ich nicht gesehen. Also manchmal sieht man ja die Granaten, wenn sie zünden, aber manchmal sieht man die auch einfach nicht. Dann ist das schon ein bisschen hart unfair. Oh, sorry, sorry. Offenbar ein bisschen verschanzen, regenerieren. Der mit den Hammermus weg. Aber auch zunehmend andere Waffen.
Hier ist nicht schlecht, aber... Okay, das war dann doch irgend so ein Vollstrecker, nennt sich das ein COD. Was zum Teufel bist du? Irgendeine Granate, die explodiert. Potenziell gefährlich. Bin den Nagelwerfer. Doch wenn der so gut wie keine Munition hat. Oh Gott. Gib mir mal. Dankeschön. Okay, der hält schon ein bisschen was aus. Das muss ich hier neutralisieren. Die automatische Kanone, die sehr stark ist. Okay, der letzte Checkpoint war schon ein bisschen her. Nein, mach hier keine Signature-Moves. Ein bisschen Munition sparen. Okay, erstmal 100 Millionen Explosionen. Los, geh weg. Was ist mit Granaten? Sehr problematisch. Ich weiß, dass du da bist. Oh Gott.
auch Munition. Oh, man kriegt die mit Granaten ja echt gut. Weg, das heißt. Yankee 9 an Echo-Zentrale. Landeplattform ist frei. Schicken Sie die Vögel zur Evakuierung her. Verstanden, Yankee 9. Sind unterwegs. Zivilistentransporter evakuieren. War mir ein Vergnügen, Spike. Wir halten diese Stellung. Sie nehmen den Falcon und sorgen dafür, dass die Transporter heil hier wegkommen. Die Stadt wird seit 5 Tagen belagert. Ich dachte, wir hätten es im Griff, bis die Corvettes aufgetaucht sind. Wäre ich doch Uhrmacher geworden. Verdammt, wir sollen hier eigentlich alle evakuieren. Aber einige würden den Job hier wohl lieber erst beenden. Das ist Ihr Schiff, Spike. Evakuierungstransporter Delta 1-5 an Zentrale. Beladen und aufbruchbereit. Delta 1-5, hier Zentrale. Verstanden. Stadtfreigabe erteilt. Über der Stadt ist der Luftraum zu heiß. Wir nehmen eine andere Route. Delta 1-5 an Zentrale. Stehe unter Beschuss durch eine Banshee-Staffel. Verstanden, Delta 1-5. Können Sie... Mayday, Hackertrieb getroffen. Wir stürzen ab. Versuche Notlandung. Hey. Noch ein paar Kills machen offenbar. Fox an UNS 10 Fregatte Stalwart Dawn. Fordere sofortigen Luftschlag gegen Allianz Corvette über dem Starport. Verstanden, Fox. Longshots sind gerade nicht verfügbar. Over. Wir Zivilistentransporter 6 Echo 2. Wir müssen starten, Sergeant Major. Warten Sie, Echo 2. Stalwart Dawn, ich muss hier mehrere Handelsschiffe mit Zivilisten aus der Stadt bringen. Ich brauche sofort Luftunterstützung. Sobald jemand frei ist, schicke ich ihn sofort zu. Das reicht nicht. Ich habe 600 Leute an Bord, Sergeant Major, und kann nicht mehr warten. Negativ, Echo 2. Ich kann Ihnen nicht helfen. Starten Sie nicht. Verdammt! Dazu beschäftigt, alles abzuballern. Ich höre nicht zu. Wie es hier manchmal mir rot angezeigt wird, weil die Distanz zu weit weg ist. Oh mein Gott! Mayday! Mayday! 6 Echo 2, können Sie die Höhe halten? Negativ! Wir stürzen ab! Verdammte Scheiße! Ich kann nicht hinsehen. Fox, sollen wir einen Suchtrupp losschicken? Negativ, Zentrale. Zwecklos. Spartan, Sergeant Major Duval. Ein grässlicher Tag, auf dessen nicht noch schlimmer wird. Die Allianz zerlegt meine Raketenstellungen und 5000 Zivilisten warten auf Evakuierung. Stellungen rüsten und Raketen vom Zentralterminal aus abfeuern, verstanden? Die Corvette sitzt mir schon zu lange im Nacken. Schalten Sie sie aus! Soldaten, vertreiben wir die Spaltkiefer von unserem Strand! Okay. Ich übernehme das Geschütz. Erst ist, ich muss dann wieder fahren. Legen wir los! Aufpassen, dass ich hier nicht meine eigenen Leute überfahre. Zivilistentransporter 7 Echo 3 an Fox. Mein Antrieb läuft. Warte auf Ihr Kommando. 7 Echo 3, wir arbeiten daran. Der feuert ist ganz schlecht. Weiß zwar nur nicht, wohin ich fahren muss, aber... Der Raid bringt uns um. Verlagere die Stellung. Feuere! Auf Mist, nein! Von dir! Da sind noch mehr von dir. Los! Okay. Verdammt, Raid!
Ich hab sowas von keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach da, das sind Wegpunkte, okay. Aber ich kann auch einfach so hingehen. Dafür dieses unhandliche Fahrzeug nicht. Das ist die erste Raketenstellung, Lieutenant. Legen Sie los. Was? Ach, der hat den scheiß Hammer gehabt. Na toll. Ja, ich verweigere das Fahrzeug. Zivilistentransporter 7 Echo 3 an Fox. Mein Antrieb läuft. Warte auf Ihr Kommando. Verstanden, 7 Echo 3. Wir arbeiten daran. Das ist die erste Raketenstellung, Lieutenant. Legen Sie los. Die erste Stellung ist einsatzbereit. Die andere ist im Norden. Sergeant Major, die Allianz sitzt mir im Nacken und ich habe Familien und Verwundete an Bord. Ich muss starten. Gleich 7 Echo 3. Der Spartan macht den Weg frei. Okay, jetzt aufpassen. Den Hammer zuerst. Okay. Den Hammer will ich tot haben. Okay, Hammer ist tot. Na bitte, Stellungen sind scharf. Feuern Sie vom östlichen Komplex aus ab. Sergeant Major, die Allianz steht gleich vor meiner Tür. Warten, Echo 3. Die Korvette ist immer noch. Gut, dass ich es auch früh genug gemerkt habe. Ich gehe einfach mal weiter. Hinten vielleicht ein paar viele. Weil die Dussel-KI trifft nicht. Okay, ihr habt starke Waffen. Welche mit Hammer? Aber es sind welche, die schießen noch mit Raketenwerfer. Das war ein Hammer-Typ. Den Hammer-Typ nicht mehr. Das ist beängstigend. Nicht, dass er auf einmal hier von hinten kommt. Dann ist nämlich Game Over. Ist er das? Das ist der! Scheiße! 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, warum gehst du nicht tot? Oh Gott. Ja, so viele wieder hier gefallen sind. Ach, ich hab nur die anderen Waffen. Viele Schläge habe ich hiermit. Elf Stück reichen mir persönlich. Oder mehr. Raketenabwehr einsatzbereit. An alle Transporter, Sie haben Startfreigabe. Starten Sie sofort. Zivilistentransporter startet.
Sie haben heute viele Leben gerettet, Spartan. Wiederhole. Noble 2 hier. Noble 6. Noble 5. Hier ist 6. Leg los, Noble 2. Wir haben deine Transponder-Signale vor einer Stunde empfangen, konnten aber keine offene Leitung riskieren. Die Allianz hat die Stadt fest versiegelt. Kein Zeichen von George. Er hat's nicht geschafft. Verstanden. Wie sieht's am Starport-Ausgang aus? Die letzte Ladung ist raus. Okay. Wir kommen dich holen. Hey, eine weitere Mission geschafft. Ich kriege erstmal 100 Millionen Achievements, wie es scheint. Das hier wird aber erst relevant für die nächste Folge. Gespoilert wird nicht. Was aber definitiv gemacht wird, ist den Part beenden. Bis zum nächsten Mal. Ich sag schon, Leute. Wie schmeckt ihr das?